und die Katzenlady ist jetzt wieder da. Hallo Jules. Hallo. Wir sind Schauspieler und jetzt sind wir wieder auf Deutsch. Ach, Steckdose heißt Socket. Ja, habe ich nicht gewusst. Ich auch nicht. Ich dachte, das ist ein Sockel oder so ein Scheiß. So, jetzt musst du ja von Deutsch auf Englisch übersetzen, weil das ist der zweite Teil unserer Schule-Folge. Ne? Schule aus Schule. Just a usually socket. A usually socket. Ja. Okay. Usually. Ja. Usually. Ey, dieser Rahmen war nur dafür da, um zu fragen, wie die Depression so ist. Ja. Guck mal raus, ey. Die sonnige Seite. Achso, das hatten wir schon. Das hatten wir alles schon. The sunny side of the road. Row on the road again. Also normalerweise würden wir hier einfach ein Dings machen. Ja, wohl Räuberleiter. Das sind ja keine Räuber, das ist ja ein Picklocker. Ja, ja. Also dann gehst du jetzt mal raus, gehst du vielleicht mal zur Doc-Lady, die ist ja unten, da kannst du oben ein bisschen Rambazamba machen. Meinst du, ich kann der mit dem Schraubenschlüssel da auf den Kopf hauen oder was? Rambazamba. Hier ist eine Heizung und da ist ein Kabel dran. Die Heizung kann man bestimmt irgendwie aufdrehen. Diese Heizungen sind einige der wenigen Überbleibsel von früher. Die meisten wurden abmontiert. Die, die noch da sind, funktionieren schon seit Jahren nicht mehr. Mein Gott, was ist hier für ein Haus, ey? Das ist so mit 5 Wänden mindestens. Wie bei dir daheim. Was willst du denn machen? Die Heizung abmachen? Ja, da fällt die runter auf die Katzenfrau. So. Aber wir dürfen ja auch niemand. Ach, vielleicht war ich auch weg von denen. Ja, du warst von der Heizung. Kann ich nicht benutzen. Oh, geh doch mal da rein. So. Ja, jetzt muss ich. Mitzi. Hören wir mal zu. Was hören wir da? Ein Gluckern vom Hund. Stimmt, der Hund ist ja drin. Okay. Ja, da kann man ja nicht rein jetzt. Ja, ja. Das werden wir noch sehen. Schlechte Idee. Da ist ein Hund drin. Ich hasse Hunde. Ah, hat man doch vorher nicht gehört. Vielleicht die Katzen müssen den Hund ablenken oder sowas. Mhm. Irgendwie. Guck mal, hier sehen wir jetzt nicht mehr richtig. 2. Etage, aber wir sehen zum Glück noch eine Zahl. Das reicht ja. Jetzt ist das Zimmer 3 und 4, ne? Ja, das eine ist von uns, das andere, das. Mal gucken. Mhm. Rechts das. Ja. Trepenhaus. So, Tür. Untersuchen. Hier lebt Joe Davis mit seiner Frau. Ich habe ihn aber eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Ja, und wir haben das Loch im Boden, ne? Das ist auch seltsam, ob ein Loch runter ist in die Wohnung. Vielleicht sind sie im Urlaub? Wäre gut. So, dann würde ich sagen, dann lockpicken wir das mal. Hören wir erstmal zu. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Der Katzen bestimmt. Nein, war wohl nur meine Einbildung. Da laufen noch die Katzen drin rum. So, öffne. Abgeschlossen. Locked. Ja, war klar. Also jetzt müssen wir schon wieder die Mitzi benutzen. Ja, can you unlock this door for us? Let's see. Limey. You don't see these very often. This is a very special lock. It would take someone much more skilled than me to open it. Great. I thought you were an expert. I am. But this lock is just beyond me. Why would anyone need one of these here? It must have something to hide. Yeah, is there any other way we can get inside then? Well, not unless we can find some plastic explosives or a pneumatic drill. Or a key. Yeah, because I'm sure there's a key lying around here somewhere. What can I say, my friend? Let's try to think positive. Ja, nee. Du musst mal halt irgendwie eine Möglichkeit finden, da reinzukommen. Ja, und wir gehen jetzt mal zu Haus 5 und 6 hoch. Ich denke mal, da ist der Typ drin. Hey, das Treppenhaus kommt mir irgendwie bekannt vor. Oder das ist bestimmt nur ein Bild, oder? Das ist bestimmt nur ein Bild. Dumm. Nein, wegen ein Bild. Oh, Rex, ey. Ich will mir einen leihen. Yeah. Yeah! War das James Hetfield? Ja, so. Ja, schön, schön. Was ist jetzt hier drin? Jetzt machen wir hier Geschiss. Ich höre nur und dann machst du es uns gleich aufmachen. Ich glaube, ich habe jemanden husten gehört. Er ist zu Hause. Gut. Warum ist das gut? Einmal mit die Leute ja kennenlernen wollen, ne? Mal klopfen nochmal. Would you like to talk to him? Sure. I'll pretend I'm doing one of those customer surveys. Old people usually have time to answer lots of stupid questions. They just want some attention, Mitzi. Was ist das immer für ein Geräusch im Hintergrund? Hello there, sir. If you could spare us just a few minutes of your time, we'd like to ask some questions about your internet service provider. I'm not interested.
I don't have any money. Go bother someone else. Oh. But we're not trying to sell anything. It's just a little survey. What? Wait a second. I can't hear what you're saying, sweetie. Let me get my hearing aid. You think he'll be back with a shotgun? Don't be silly. This isn't America. I thought I heard someone. What did you want? Okay. Ja, das ist doch eine gute Frage. Nein. Doch. Das ist ein alter Mann. Ich werde fragen, ob er einen Computer hat. Aber ich glaube ich nicht. Mach einfach. Ach, ich glaube sie aber nicht. Wir wollen doch nur wissen, ob das der Böse ist. Hier gab es wirklich einen Patch, glaube ich. Ja, das sieht anders aus, hier die Schrift. Die Schrift haben sie kleiner gemacht und sieht anders aus. Ja. Do you own computer connected to the internet? Say again? Right. Okay. Do you... I can't hear you very well, dear. You'll have to speak up. I'm an old man, you know. I'll be 85 this year. Haben Sie einen Computer? Caps Lock it, baby. Ja, aber normalerweise müsst ihr jetzt noch Ausrufezeichen fragen. You have a computer. There's no need to shout. I've got my hearing aids. I can hear what you're saying. Der trollt die voll. A young, pretty lady like yourself wouldn't understand about old age. We live in two different worlds, dear. And if you're here to make fun of me, why won't you just go ahead and be done with it? No, with all respect, I just wanted to ask if you by any chance own a computer. Pardon? A computer! Wait a second, dear. I think I need to change the batteries in my hearing aid. I must have forgotten to switch them off last night. I'll be right back. No, wait! I don't think I've got enough patience for this, Mrs. A. To be honest, the chances that he's our guy are pretty slim. I think we should go. There is a question, but it's pointless. Even if he did have a computer, he probably wouldn't even remember how to switch it on. Aus der Handtasche von seiner Frau. Unless he's not alone. Ja, ja. You should ask him about that before we go. Das ist mysteriöse daran. Can I help you? No, thanks, we're fine. Have you found some batteries? What? I don't want to buy anything. I told you before. I'm not interested. I don't have any money. Go bother someone else. Was hast denn dir da jetzt gemacht? Oh man. You're an old man like me. You end up watching all your friends and family die. I'll be 85 this year. But I can still cook my dinner and I make my bed every morning all by myself. So, you do live alone then? Look, young lady, I don't need any help. I've told them already. I can manage just fine. I can still cook my dinner. Oh, man. And I make my bed every morning all by myself. And not that it's any of your business, but when I die, I'll die in my own home, in my own bed. I'm honestly not trying to take that away from you. We're just here to ask about... I will not have anyone washing me, or dressing me, or feeding me. Wollen die auch nicht. I can manage. I've done it all my life, and it'll stay this way. I can still cook my bed, and I make my dinner every morning by myself. Super. Sorry to have bothered you, sir. We'll go now. I'll see you later, ladies. Oh, ein altes Schmöre. Next time I'll be talking, yeah? He's tough. Wouldn't answer a single question. But he can't possibly be an internet whiz. Yep, he's just a lonely old man. Let's cross him off the list. Nee, ich glaube immer noch nicht, dass der... Brian, da ist dieser Klatzkopf. Ja, super. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Kick some ass, ey. Ja. Da Brian kein Auto besitzt, fährt er jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Boah, ich habe einen Schraubenschlüssel. Er ist nicht nur sein ganzer Stolz, sondern auch sein einziges Transportmittel. Ich wette, er wäre bitter enttäuscht, wenn ihm etwas zustoßen würde. Pass auf. Dritte. So gern ich das auch tun würde, würde der Lärm ihn alarmieren.
Ich bin mir sicher, mir fällt eine bessere Art ein, mich an Brian zu rächen. What? Nice. Schraubenschlüssel. Nee, ich nehme Schraubenschlüssel. Pass auf. Na, klar, Scherbe. Ja, die. Ich würde am liebsten die Bremse kaputt machen. Ach, Mist. Ah, die will das nehmen. Okay. Pedal. Ah, jetzt. Die Glasscherbe ist widerlich. Aber es ist so. I'm back in the house. Hab ich das jetzt im Inventar? Fahrradpedal, schön. So ein Stück. Ach nee, jetzt habe ich ja keinen Gegenstand mehr, mit dem ich benutzen kann. Ein Stück Glas. Benutzen. Aber man kann es nicht mit anderen Inventarsachen benutzen. Also man kann nur das, was man im Inventar hat, irgendwo anders in der Spielwelt. Ja. Ja. Dann hören wir erstmal. Ich höre drin jemanden laufen. Brian ist auf jeden Fall da. Der Brian. Brian Cranston. Wie lauft der denn, ey? Auf und ab. Mal kloppen. Ja, klar. Okay. Kloppen wir mal. Nein, ich will nicht mit ihm reden. Warum denn? Es muss einen anderen Weg geben, reinzukommen und zu überprüfen, ob er derjenige ist, den wir suchen. Ich würde ihm wirklich gerne eine Lektion erteilen und zeigen, dass er sich mit mir nicht anlegen sollte. Hä? Das ist voll, weißt du, so... Frau halt. Nee, es ist so, ich will nicht mit ihm reden. Wir müssen irgendwie anders überprüfen, ob der derjenige ist. Ich will ihm eine Lektion erteilen. Das sind drei verschiedene Sachen, ne? Aber Kinderüberraschung. Lass uns mal knacken. Was finden wir? Erstmal das Schloss? Er hat kein Schloss. Okay. Doch, da ist es. So, jetzt geht's aber erstmal hoch. Ja, da gehen wir nochmal hoch. Vierte Etage. 8 und 7, pass auf. Ey. Das ist lustig, dass immer das Höhere als erstes steht. Schon die ganze Zeit. Ey. Ja, dass die alle so aufhören. Ja. Das sind dann Kinderwagen. Also Kabel? Kabel. Lass uns das machen. Dieses Kabel hängt durch. Ich glaube nicht, dass das sehr sicher ist. Wenn ich sie rausziehen könnte, würde ich den Strom in beiden Wohnungen kappen. Leider sind sie zu fest am Zähler montiert. Schraubenschlüssel. Oder Glasscherbe. Du hast ihn gar nicht mehr, kann das sein? Der Schraubenschlüssel? Der ist weg. Ja. Der hängt jetzt am Fahrrad an Schatzpedal. Ja, wahrscheinlich. Ein Stromzähler für beide Wohnungen. Schalte aus. Kann er nie schaden. Kabel. Ja, vielleicht könnte ich es jetzt zerschneiden, weißt du? Das ist der Strom aus. Nee, okay. Alter, geh mal rein. Guck mal. Huch. It's just a trip fuse, don't worry. I'll just flip this switch and we're back on. Jesse, can we talk to you for a second? Sure, but not right now. I'm right in the middle of something. Weißt du was? Ich glaube, der kommt nur, der kommt gar nicht jetzt zur Tür, nur wenn man das Strom ausmacht. Aber ich glaube. Pass auf, ich habe jetzt versucht, dass. Ich nehme jetzt. Ich mache jetzt Strom aus. Ja. Und dann versuche ich, das, die Glasscherbe in den Stromzähler zu legen. Dass er sich. Dass er sich schneidet, ne, funktioniert nicht. Ja. Warum soll der? Pedal. Also ich dachte, der schneidet sich dann und geht nicht mehr rein, weißt du? Oh. Pass auf, jetzt machen wir mal hier. Hinterwagen oder so. Wo machen wir jetzt hin? Damn fuse just keeps tripping. It's like we're living in the Stone Age here. Jesse, can we talk to you, please? Later, mate, later. I'm really, really busy right now. Die wollen, glaube ich, bestimmt die Entwickler so zeigen, dass der so ein PC-Freak ist und jetzt keine Zeit hat oder am PC sitzt bestimmt, gell? Und in Wirklichkeit ist es dann wirklich nur der alte Mann oder so. Das kann schon sein. Schau mal hier. Babygeschrei. Ja. What's wrong? I really don't feel that comfortable around babies, you know? Yeah, I can imagine. I talked to her, but I'm not quite sure how to approach this. I'm hardly an expert on babies myself. If only we had some good reason to talk to this woman. What do you mean? Something like, I don't know,
Something to talk about. Babymilchlein. You can't just knock on a door and talk about the weather. Let's go somewhere else then. We can always come back here later. All right. Ja, super. Ja, was hat man denn jetzt? Jetzt haben wir eine Kurbel und wir haben ein Glas. Das wäre jetzt wieder. Du willst irgendwie alles mit dem Glas schneiden. Ja. Mit sie, wir mit sie schneiden. So. Ja, stimmt, wir haben noch die Racks. Was wollen wir denn damit machen? Das ist gerade ein Mintfug. Okay. Weiß nicht, was. Wir haben ja jetzt alles eigentlich. Jetzt kann man nur noch die Frau und mit dem Loch irgendwie was machen. Also die Frau muss ohne weg. Die muss was putzen. Da haben wir das Loch. Ja. Am Lumpen. Ja, vielleicht versuchen wir mit dem Lumpen irgendwie die Statue nochmal zu hauen oder so. Eins und zwei, vier und drei, sechs und fünf. Unser Erdgeschoss. Für den Stromzähler, na gut, der geht ja auch rüber einfach so rein. Wenn wir hier den ausschalten, kommt der raus, schaltet die Sicherung einfach wieder ein. So. Ich höre einfach mal an der Tür. Habe ich das schon gemacht? Ja, aber nicht. Ne? Schlagzeug. Oder irgend so ein, ja, nee, ja, Schlagzeug weiß ich nicht, ne? Oder irgendwas wie Spiele. Ja, öffnen. Klopfen haben wir noch gar nicht gemacht, oder? Ja. Ja, zu Hause. Ich guck bestimmt irgendwelche Actionfilme oder so die ganze Zeit. Ja. Warum reagiert der nicht aufs Klopfen? Ist der taub? Ja, das ist so. So, dann kommt der raus, aber ich kann, wenn der draußen ist, nicht kann reagieren. Machen, ne? Weißt du? Ich dachte das mit dem vielleicht. Deswegen wollte ich den jetzt hier irgendwie aufhalten. Weißt du, dass der rauskommt ja, und ja. Vielleicht irgendwie. Warte mal. Mit der aus. Ich wollte so benutzen, also huch, ich bin ein Geist. So, what next? If only we could get rid of that woman and her dog. This fuse and me, we're playing a dangerous game. It seems I am losing, but I'm a patient guy. Jesse, can we have a quick word? Sure, but not right now. I'm right in the middle of something. Der checkt vor allem nicht, dass die alles ausgeht, wenn wir da stehen. Ja, generell. Und wir dann alles mit dem reden wollen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal von unten. Also jetzt haben wir erstmal alles gesehen, haben alles eingesammelt. Und jetzt gucken wir erstmal dann, was wir damit kombinieren können. In der nächsten Folge aber erst. Ne? Ja. Gut. Raus. Gut, dann bis zur nächsten Folge und dann werden wir mal sehen. Ich weiß nur nicht, warum sollen wir denn die Katzenstatue oder diese Statue aus dem Loch rausholen. Sie fühlt sich einsam in diesem Loch. Macht für uns keinen Sinn, aber wir gucken mal, was passiert. Ne? Ja. Bis gleich. Tschüssi.